ist, es geht zum mündig zum Erwachsenenwerden. Und genau so gibt es eine geistliche Entwicklung, die sollte eigentlich normal sein. Und genau so, wie es im natürlichen Bereich Zurückgebliebene, Steckengebliebene, Kranke gibt, gibt es das noch viel mehr vielleicht im geistlichen Bereich. Ich habe schon oft das Wort von Ströter zitiert, ist vielleicht ein bisschen überzogen, aber es bringt prägnant das Problem auf den Punkt, die meisten Christen sterben in den Windeln. Damit meint er nun nicht die Inkontinenz und andere Dinge, sondern geistlich. Geistlich. Bleiben unmündig, bleiben abhängig, sind nicht geübt im Wort der Wahrheit. Petrus spricht von Neugeborenen, wenn er in 1. Petrus 2,1 sagt, so legt nun alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede ab und seid begierig nach der vernünftig lauteren Milch wie ein neugeborenes Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, zu eurer Rettung, also der Auswirkung des Erlösten und der Rettetseins in der Veränderung, in der Umgestaltung. Also es gibt Neugeborene im Glauben und die brauchen von Umgang und von der Speise her etwas anderes. Ich kann ja so einem Bub oder so einem Mädchen nicht etwas vorsetzen, ein Schnitzel mit Pommes, ja. Es ist ja sowieso jetzt nicht so die vollwertigste Nahrung, aber ich sage nur, es geht gar nicht beim halb Jahr alten Kind. So, es muss auch die Ansprache, der Umgang, die Eindrücke müssen altersentsprechend sein. So übrigens, um das vorzunehmen, in der Gemeinde auch. Wir haben viel mehr Unbekehrte, als wir glauben. Wir haben religiös Angehauchte. Wir haben Neubekehrte, Kindlein, Jünglinge und Väter. Aber nicht immer die, die meinen, sie sind die Reifen, Denn das geht ja gerade in diesem Text, dass die sich völlig falsch einschätzen. Johannes schreibt das bekannte Wort, wo er die Kinder, die Jünglinge, die jungen Erwachsenen und die Erwachsenen und Väter in Christo anspricht. 1. Johannes 2,12. Liebe Kinder, also achten Sie mal auf die Charakteristika, die der Geist Gottes den einzelnen Gruppen schwerpunktmäßig zuordnet. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Und in Vers 14, 1. Johannes 2, ich habe euch geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Also das, mir ist meine Schuld vergeben, ich gehöre dazu. Das ist so die, steht da im Mittelpunkt, ist eine wichtige zentrale Botschaft, die ist für uns auch noch wichtig, aber da dreht sich sehr viel darum, die Freude auch am Heil. Bei den Jünglingen, das finden wir dann etwas später in Vers 13b, ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Und nochmal 14 am Ende. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Also mit der Jünglingschaft hört das ewige Fallen, Aufstehen auf. Ich könnte auch sagen, dass ständig in die Windel machen und gereinigt werden müssen. Es ist nicht so, dass ein Jüngling gar nicht mehr fällt, aber er fängt an, ein Sieges- und Überwinderleben zu führen. Ein Sieges- und Überwinderleben führt man nicht aus eigener Kraft, sondern indem Christus Raum gewinnt. Er fängt an, bessere Schritte zu machen, mündiger zu werden. Und da werden noch die Väter genannt. Von den Vätern heißt es, ich meine, allein der Begriff Vater sagt ja schon, was es bedeutet. Es ist jemand, der sich nicht nur um sich kümmert, der Kraft, Kapazität und Vermögen hat, innerlich und äußerlich sich um andere, um eine Familie zu kümmern und der Nachkommen hat. Kinder. Im hebräischen Av, das ist ganz stark, woher man kommt, viel stärker als bei uns. Die Wurzel, aus was man kommt. Und jetzt vom Vater wird als Kennzeichen genannt, ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Und das heißt dann gleich,
zweimal so. Ich schreibe euch Vätern, ihr kennt den, der von Anfang ist. Also jetzt, ich weiß nicht, wo sie sich einsortieren. Es ist auch nicht immer so lupenrein. Es gibt ja Zwischenstufen und es gibt auch Rückschritte, Fortschritte. Es läuft ja nicht immer so linear, aber es gibt grundsätzlich oder sollte eine Entwicklung geben. Und das ist schon eine wichtige Erkenntnis. Dinner for One, da gibt es ja diesen Butler, der im Lauf der Zeit vollkommen betrunken wird, weil die Dame ihn immer wieder zum Mittrinken nötigt. Dann stolpert er über dieses Tigerfell und immer auf seine Rückfrage, wie er es diesmal machen soll, sagt ja die Dame, die Lady, the same procedure as every year. The same procedure as every year. Also wie immer. Und es gibt Gemeinden und es gibt Christen, da ist es the same procedure as every year. Das ist ein Stillstand, der in Wirklichkeit ein Rückschritt ist. Da tut sich nichts. Es geht nicht voran. Und Gott gibt uns besondere Tage, wo wir über so etwas nachdenken können. Man muss sich nicht jeden Tag den Puls fühlen. Das ist nicht gesund im Glauben. Aber am Geburtstag, an Silvester, vielleicht beim Krankheitseinschnitt, beim Enkel oder Kind oder so. Wenn man mal zurückdenkt, was war jetzt eigentlich die letzten 5 oder 10 Jahre? Oder vielleicht auch mal selbstkritisch vor Gott im Lichte Gottes sagt, wie verläuft eigentlich mein Leben? Das gehört dazu, sich ins Licht stellen. Also ich habe schon gesagt, man kann Entwicklungsprobleme haben und diese Eltern möchte ich sehen, wenn der 6-Jährige noch nicht gehen kann, die nicht zum Arzt gehen oder der 6-Jährige noch nicht sprechen kann. Ich denke an ein befreundetes Paar, da hat der Bub sehr spät angefangen zu reden und die haben sich natürlich große Sorgen gemacht, ob da alles in Ordnung ist. Die anderen in seinem Alter haben nicht nur Wörter, schon ganze Sätze bald gesagt, da hat er noch ganz einfach so wie ein viel kleineres Kind, ja. Oder wir hatten einmal in der Nachbarschaft, auch nicht hier, ein Kind, das hat einen ganz, ganz seltenen Gendefekt gehabt, haben nur ein paar Menschen auf der Welt, er ist nicht gewachsen, also äußerlich nicht gewachsen. Geistige Entwicklung war auch etwas gehemmter, aber war ich fast normal. Aber da sucht man doch Hilfe, da geht man doch zum Arzt, da geht man doch. Aber wie viele haben Probleme im geistlichen Leben und suchen keine Hilfe, suchen nicht den Arzt, haben sich daran gewöhnt, ja, sogar sich selber die Erklärung zurechtgelegt, im Maßstab mit den anderen bin ich gar nicht so schlecht und droben wird alles besser. Nun, natürlich leben wir aus dem Prinzip Hoffnung. Ich sage, wenn wir so sind, wie wir jetzt sind, dann sind wir gar nicht kompatibel mit der Welt Gottes. Aber es darf doch eine gewisse Entwicklung geben. Also, wenn jemand zu mir sagt, bleib der Alte, das ist eigentlich schlimm, weil der Alte ist schlimm. Der Alte ist schlimm, ich möchte gar nicht der Alte bleiben. Und mein Problem ist nicht so sehr, dass ich so bleiben will, sondern dass ich mich aus meiner Sicht viel zu wenig verändere. Geht es Ihnen auch manchmal so, dass Sie sagen, ich dachte eigentlich, das hätte ich schon hinter mir gelassen? Ja? Gut,